Hallo und herzlich willkommen zu dieser Hypnose. Mein Name ist Guido und ich würde dich gerne begleiten auf deinem Weg in den tiefen Schlaf. Während der Hypnose, die gleich beginnen wird, möchte ich dich bitten, keine Maschine zu bedienen und kein Fahrzeug zu fahren. Eine Hypnose ist für die meisten Menschen, sodass sich eine Art von Schwere einstellt. Zuerst die Beine und die Füße und nach wird der ganze Körper schwer und wunderbar entspannt. Diese Hypnose ist ohne Rückholung. Das heißt, es wird kein eingeleitetes Erwachen geben. Und du kannst in der Entspannung und im Schlaf verweilen, solange es dir gut tut und solange du möchtest. Du wirst wunderbar entspannt und erholt nach deinem Schlaf erwachen und wirst mehr und mehr in deinen Wunschzustand und in dein innerstes Selbst kommen. Hypnose ist kein Zustand, der linear verläuft. Eine Hypnose ist meist wellenförmig. So kommt man in einer Hypnose immer tiefer und wieder flacher und wieder tiefer. Nach und nach kommt man so aber immer tiefer in den wunderbaren Entspannungszustand. Und in sein befreites Selbst. Du kannst nun aufrecht sitzen oder liegen, so wie es dir bequem ist. Lege bitte beide Hände bewusst nieder und folge einfach nur meiner Stimme. Deine Gedanken verbunden mit dem Selbst ist Weisheit. Und so kommst du immer mehr in die Befreitheit und in den zauberhaften Ausgleich. Folge nun einfach meinen Worten und richte deine Aufmerksamkeit dabei auf dein eigenes Wohlbefinden und deine Befreiung. Nimm die Einladung nun einfach an, zu entspannen. Und stell dir vor, wie du in einen kraftvollen und schönen hypnotischen Zustand kommst. Die inneren Gefühle und Gedanken werden ruhiger und friedlicher. Die Behaglichkeit vertieft sich nun immer mehr. Schließe nun deine Augen nach unten und gehe hinter deine Augen. Genieße die Worte und die Hintergrundgeräusche, denn sie tragen nun dazu bei, dass du dich sanft fallen lassen kannst und die kraftvoll wirkende Reinigung der Wellen des weißen und unendlichen Meeres in dir wirken kann. Beginne nun einfach mit der Reise und mach es dir noch bequemer in der Situation, in der du gerade bist. Geh nun deinen ganzen Körper durch und entspanne mehr und mehr deinen Körper. Spüre zuerst deine Füße, zuerst deinen linken Fuß. Spüre, wie du die Energie deines linken Fußes spüren kannst. Spüre auch deine linke Wade, das Knie
und den linken Oberschenkel. Ja, wunderbar. Einfach das ganze linke Bein spüren. Wenn du willst, kannst du es kurz anspannen und loslassen. Und spüre, wie es noch mehr einsinkt, dahin weicht und in eine noch entspanntere Situation und Position rutscht. So spüre nun auch deinen rechten Fuß und die Zehen. Spüre, wie die Entspanntheit sich in deinem rechten Fuß schon wunderbar ausbreitet. Nun spüre auch die rechte Wade, das rechte Knie, den rechten Oberschenkel. Und spüre das ganze rechte Bein. Wenn du willst, spanne es kurz an und lasse los. Spüre, wie es noch mehr einsinkt, dahin weicht und eine noch entspanntere Position einnimmt. So kannst du nun auch deinen Unterkörper spüren und dein Gesäß. Spüre, wie es sich entspannt und locker und leicht ist. Spüre nun auch deinen Rücken, die ganze Wirbelsäule von unten bis hinauf zum Kopf. Bei jedem Atemzug in dieser wunderbar entspannten Form entspannt sich die ganze Muskulatur in deinem Rücken noch mehr. Und all die Anspannungen, Verkrampfungen und Fehlhaltungen, all das löst sich. Spüre, wie dein Rücken locker ist und immer mehr im Ausgleich. All die Anspannung weicht aus deinem Rücken, der Muskulatur. Und du bist wunderbar leicht im Rücken. So spürst du nun auch, wie sich dein Bauch mit jedem Atemzug hebt und senkt. Spüre, wie entspannt dein Bauch schon ist. Du kannst besonders die Region um deinen Bauchnabel herum spüren, wie sie mehr und mehr entspannt. Und diese Entspannung sich nun immer weiter und weiter in dir ausdehnt. Von deinem Bauch strömt nun die Entspannung weiter, geht in deinen Brustkorb und breitet sich in deinem ganzen Körper immer mehr aus. Dein Brustkorb hebt und senkt sich. Und mit jedem Atemzug bist du mehr im Ausgleich, mehr Entspannung mit jedem Atemzug. Und dein Brustkorb dehnt sich beim Einatmen aus und zieht sich beim Ausatmen wieder zusammen. Du bist wunderbar entspannt. Nun entspannt sich auch dein Nacken und deine Schultern. Spüre, wie die Anspannung, die Verkrampfung und die Energien,
die sich eingelagert haben in deinem Nacken, nun weichen. Und wie deine Schultern herabsinken oder tiefer einsinken. Immer mehr entspannt. Immer mehr in einem körperlichen Frieden. Deine Oberarme entspannen sich. Deine Ellbogen entspannen sich. Und deine Unterarme und Hände und die Finger. Alles entspannt sich noch mehr. Spüre nun deine Arme, wie sie wunderbar entspannt sind. Wenn du willst, kannst du sie kurz nochmal anspannen und loslassen, ja. Sie sinken noch mehr ein. Suchen sich vielleicht noch eine entspanntere Position. Die Entspannung kommt nun über deinen Hals hinauf zu deinem Kopf. Du spürst, wie sich deine Stirn wunderbar glättet und entspannt. Spüre auch deine Nase, deine Wangen, deine Lippen, dein Kinn und alles entspannt sich noch mehr. Dein ganzer Kiefer entspannt sich. Wenn nun dein Mund etwas aufgeht, so ist dies ganz normal. Dein ganzer Kopf ist nun so wunderbar entspannt. Spüre, wie die Welle der Entspannung von deinem Bauch aus in all deine Regionen kommt und dich mehr und mehr in den Ausgleich und in die körperliche Balance bringt. Du bist nun in einem wunderbaren körperlichen Entspannungszustand. Wie eine Kinderpuppe, die gehalten wird und völlig entspannt ist und keine Tendenz oder Richtung hat, einfach nur entspannt hängt. Die heilende Hypnose und die positiven Energien können sich nun immer mehr in dir ausbreiten. Erlaube nun der Entspannung und dem Frieden sich immer mehr in dir auszudehnen. Stell dir vor, wie sich eine Last von deinen Schultern oder ein Gewicht von deiner Brust löst. Nimm nun in der größeren Leichtigkeit einen beruhigenden Atemzug und spüre, wie du ganz leicht ein- und ausatmen kannst. All die Bedingtheiten und Herausforderungen dürfen nun wie Schnee wahrgenommen werden. Schnee, der manchmal wie Pulver ist, ganz leicht und manchmal wie mit Regen durchtränkt, ganz schwer.
hier, in dieser Trance, darfst du nun diese Belastung durch Bedingtheiten und Herausforderungen einmal wie eine Schneelawine loslassen. Stell dir vor, wie all deine Probleme und Gedanken in dieser Schneedecke sind. Es sind wunderschöne Kristalle an Gedanken, Gefühlen und Erwartungen, die dich vielleicht belasten. Nun bewegt sich die Schneedecke wie eine Schneelawine und all das, was in dieser Schneelawine ist, gleitet eine lange Bergseite aus Schnee hinunter und verschwindet. Sieh zu, wie sich das Tempo langsam erhöht und dann alles verschwindet hinter der Bergseite. Spüre in dich hinein, ob noch etwas da ist, was dich belastet. So lass auch den Rest los und sich den Weg über die lange Bergseite suchen und hinuntergleiten. Freiheit liegt über dem Berg. Und du darfst nun auch tiefer in deiner geistigen Entspannung gehen. So liegen nun vor dir 10 Stufen, die mehr und mehr in den Ausgleich und die tiefe Gelassenheit führen. Ich werde jetzt für dich von 10 bis 1 zählen. Und mit jeder Stufe gehst du mehr den Berg hinab, lässt mehr die Gedanken los und gehst mehr in die Gelassenheit und die Ruhe, die dir tiefe innere Entspannung bringt. 10. Mit jeder Stufe mehr in den Ausgleich. 9. Ganz im Vertrauen. 8. Sieben. Gedanken ziehen wie Wolken dahin. 6. 5. 4. Mit jeder Stufe tiefer in den Ausgleich. 3. 2. Mit der letzten Zahl gehst du noch viel tiefer in der Entspannung. Mit der nächsten Zahl lässt du dich einfach fallen in Vertrauen und gehst ganz tief in die Entspannung. 1. Ganz tief fallen lassen. Lass dich einfach fallen. Ja. Ganz in die Gelassenheit. 2. Wie ein Stein, der ganz sanft in der Wasseroberfläche eines Sees eintaucht, so tauchst auch du immer tiefer in die vollständige, unbewusste Ruhe. So kommt der Stein nun immer tiefer in die dunkleren Bereiche und auch du kommst immer mehr
in die unbewusste Ruhe. Nun findet der Stein ganz sanft seinen Platz am tiefen Grund des Sees. Und so findest auch du deinen friedvollen Platz in vollständiger, unbewusster Ruhe. Du bist nun wunderbar entspannt und ganz im Vertrauen. All die Enge in dir löst sich immer mehr auf. Und so wie Gedanken in Form von Eis in warmes und beruhigendes Wasser getaucht wird, so löst sich die Enge immer mehr. Wie Eis schmilzt die Enge davon und beruhigtes Sein breitet sich in dir aus. Nun kommt immer mehr das Gefühl in dir auf, dass die Linie zum Unbewussten überschritten ist. Und das Unbewusste kann einfach fließen. Stell dir nun einmal vor, wie du weiter an den Berg hinuntersteigst, auf einer runden Treppe, und du immer mehr in warme und liebevolle Bereiche kommst, die dir ein Gefühl von Schutz und Sicherheit schenken. So gehst du die Stufen ganz sanft und ruhig hinab in deine liebevolle Sicherheit und den wärmenden Schutz. Stufe für Stufe, tiefer und tiefer. Ein immer größeres Potenzial an Möglichkeiten kann nun in dir entstehen. Begrenzungen können fallen und Freiheit entsteht in dir immer mehr. Du kommst nun in den Bereich, in dem du dein geschütztes Heiligtum in deinem Inneren entdecken kannst. Dieses Heiligtum ist wie eine Oase, ein Ort des Überflusses und der Wunscherfüllung. Alles, was du in diesem Heiligtum siehst, unterstützt die tiefe Entspanntheit und die Richtung deines Seins auf dem Weg in deine Glückseligkeit. Du bist dir nun mehr und mehr bewusst, dass du beschützt bist und alles in deinen Möglichkeiten liegt. Jede Begrenzung, die es gibt, liegt in dir und nicht im Außen. Und so fallen in dieser Trance alle Begrenzungen immer mehr. Hier in dieser Trance bist du geschützt durch einen zauberhaften Panzer an Sicherheit und Wohlgefühl. Der Panzer an Sicherheit und Wohlgefühl lässt alle negativen Energien abprallen. So kannst du nun die Lautstärke der negativen Gedanken,
der Zweifel und der negativen Gefühle herunterdrehen und dich mehr und mehr in der Stille und dem Vertrauen hingeben. Alles, was an negativen und zweifelnden Gedanken in dir aufkommen will, wird von diesem Panzer abgewehrt. Es ist deine Sicherheit und dein Wohlgefühl, die dies vollbringen und wie ein Panzer schützen und wirken. Spüre es und manifestiere es jetzt. Und du spürst jetzt schon, wie du innerlich viel sicherer bist und du dich viel besser fühlst. Kein Gedanke ist so machtvoll wie der Gedanke, an den du glaubst. Und so weißt du um die Macht der Wunscherfüllung. Es ist dein Glaube. Hier in dieser Trance bist du nun immer mehr in der Lage, ruhig und gelassen vorzugehen und in Ideen und Wünsche hineinzugehen und zu erforschen, was sie bedeuten und wie sie dein Leben positiv verändern können. Du hast Wünsche, Träume und Vorstellungen, die du gerne umsetzen möchtest. Kein Mensch kann sie verhindern. Keine Macht kann sie dir nehmen. Nur du selbst. Und so wisse um deine Macht über dein Glück. So teste nun für dich und geh einmal in deine Wünsche, Träume und Vorstellungen von Dingen, Situationen und Personen, die du erleben möchtest. Gehe in deine Wünsche, Träume und Vorstellungen und sei in dieser Trance davon überzeugt, dass durch die Entspannung und die Gelassenheit alle negativen Bindungen dazu losgelassen sind. Gehe nun, wie in einem dicken alten Geschichtsbuch, einmal in die Seiten hinein und blättere voraus. Blättere über die ersten Seiten hinweg und sieh, lese und erlebe, wie du in deiner Wunschvorstellung oder in deinem Ziel angekommen bist. Kannst du dir schon vorstellen, am Ende in dieser erfüllenden und glücklichen Idealversion anzukommen? Gehe hinein und spüre es, wie du dich fühlst. Geh hinein und fühle, wie es sich anfühlt. Erlebe das Glück, das damit verbunden ist, und die Freude in dir. Lasse deine Erfüllung, dein Sein erfüllen. Sieh und spüre dich in dieser erfüllenden Zukunft. Dort hast du all die negativen Gefühle vergessen. Du erlebst diese glückliche und freudvolle Zeit schon jetzt. Du weißt um deine negativen Gefühle und Gedanken,
die deinen Wunsch und dein Ziel in dir immer wieder auflösen. Erkenne diese negativen Gedanken und wisse darum, dass es nur Gedanken sind, nur Energie. So lasse einmal das ziehen, ohne Anerkennung und ohne Nachhall, was dich zweifeln lässt, was dich distanziert von deinem Wunsch und deinem Ziel. Gedanken kommen und Gedanken gehen. Wenn sie keine Energie bekommen, dann lösen sich die Gedanken einfach wieder auf. Geh jetzt noch einmal in dein Ziel und in deinen Wunsch und sieh dich, spüre es, erlebe es, wie du in dem Zustand bist, an dem Ort oder mit der Person, die dir gut tut. Geh hinein, dass du es erreicht hast, was du möchtest. Wie bewegst du dich, da du es schon erreicht hast? Wie sprichst du, wenn du es erreicht hast? Wem tust du Gutes, da du es ja erreicht hast? Wie denkst du nun, da du es erreicht hast? Du schwebst nun in dieser leuchtenden Zukunftsversion und bewegst dich darin. Trete nun von dieser Seite ein, dass du es erreicht hast. Spüre und erlebe deine Verhaltensweise und nimm die neue Möglichkeit der Auswahl tief in dein Sein auf. Spüre, wie einfach es ist, dies zu erleben, dadurch, dass du dich gut fühlst und positive Energien in dir wirken. Etwas in dir weiß es schon immer, dass positive Gedanken und Glaube deinen Wunsch und dein Ziel Wirklichkeit werden lassen. Dein Sein weiß, wie du leichter, klarer und direkter an dein Ziel kommst. Du darfst diese Veränderung nun wirken lassen und positive Gedanken und Gefühle sich mit deinem Wunsch und deinem Ziel sich in dir ausbreiten lassen. So bist du wunderbar in der Lage, diese positive Veränderung eintreten zu lassen. Spüre, wie die positiven Gedanken und Gefühle dich ermächtigen, es zu erreichen. Du weißt ganz tief in dir, desto länger, klarer und glaubhafter du es in dir fühlst, denkst und erlebst, desto mehr manifestiert es sich auch im Außen. Stell dir jetzt einmal vor, was alles möglich ist in deinem Leben. Stell dir diese überzeugende und kraftvolle Saat der Möglichkeiten vor. Verankere es ganz tief in deinem Sein
Und wie die Saat der Pflanzen, so kannst du es immer wieder mit positiven Gedanken und mit Glauben bestätigen. Keine Pflanze eines Bauern wird ausgerissen und angesehen, ob sie wirklich wächst und dann wieder eingepflanzt. Sei im Vertrauen und im Glauben, dass deine Saat, die du pflanzt, wächst und gedeiht. Es braucht Zeit, aber mit Vertrauen, Glauben und positiven Gedanken wächst und stärkt sich die Verwirklichung immer mehr. So wird das, was im Vertrauen und im Glauben eingesät wurde, in die Gedanken aufgehen und stark werden. Es wird Wirklichkeit, wenn du so vorgehst und du weißt es ganz tief in dir. Diese mächtige Kraft beseitigt alle Hindernisse, die auf dem Weg sind. Es ist eine mächtige Kraft und du hast sie in dir, so wie jedes Wesen es in sich trägt. Spüre in dich hinein und du spürst diese Kraft in dir. So darfst du nun loslassen und dein Wunsch oder dein Ziel darf Raum haben. Du darfst ihm Freiheit schenken, damit es Wirklichkeit ist. Es fühlt sich vielleicht wie eine Erleichterung an, die Wunscherfüllung einmal loszulassen und vertrauen zu dürfen. So nimm es nun immer mehr in deine Tagträume auf. Und in dieser Weise, dass jeder Gedanke und jedes Gefühl, das dagegen spricht, nicht bestehen kann. Gegen die Kraft der mächtigen Saat von vielen positiven Gedanken kann nichts bestehen. So sei nun im Vertrauen und in einer ganz tiefen, stillen, inneren Ruhe, denn du weißt darum, dass es kommen wird. Auf dem Weg der Befreiung und der Freiheit wird dein Wunsch erfüllt. Es gibt negative Gedanken, die sich vielleicht anheften und dir den Unglauben schenken. So wie das Wetter Sonne und Regentage hat, so ist es auch mit dem Glauben. Mal ist es dunkel und hat wenig Aussicht, und an anderen Tagen ist es wieder hell, klar und mit Weitsicht. Wie kannst du nun diese Negativität lösen, die so unerwünscht ist und vielleicht an deinen Wünschen und Zielen anhängt? Es ist das Beste, diese Gefühle, Gedanken, Bilder, Konditionierungen und Stimmen für immer loszulassen. Du bist nun in dieser Trance angekommen, dorten, wo dies viel leichter möglich ist. So kannst du nun immer mehr dahin kommen, diese wichtige Veränderung in dir zu bewirken und die Konditionierungen und Verankerungen in dir zu beruhigen und zu verändern. Du kannst nun eine tiefe
und reinigende Heilung in dir zulassen. So werde ich nun mit deinem tiefsten unbewussten Sein sprechen, um das Verständnis und die Hilfe zu bekommen, damit dieses Negative in dir zur Ruhe kommt und die Erfüllung frei in dir sein darf. So werde dir jetzt bitte gemeinsam mit deinem unbewussten Selbst klar, was in der Vergangenheit dich abgehalten hat, dein Ziel oder deinen Wunsch zu erfüllen. Da gibt es wahrscheinlich Bilder, Gefühle, Gedanken, Erinnerungen oder Erlebnisse, die jetzt erscheinen können. Lasse nun einen alten Filmprojektor abspielen und er zeigt dir auf einer Leinwand die Szenen, Erlebnisse und Bilder, die du erfahren darfst, und du erfährst den Ton und die Bilder in dir. Nimm sie nun wahr und lass sie in dir auf dich wirken. Sieh all die Verankerungen und Konditionierungen aus deinem Leben, wo sie herkommen und was sie für einen Ursprung haben. Nimm nun all die Verankerungen und Konditionierungen aus deinem Leben wahr, die dem Erreichen deines Zieles oder Wunsches entgegenstanden. Vielleicht ist es nur ein Spruch, der in der Vergangenheit wahrgenommen wurde. Vielleicht sind es auch Bilder, in denen du dargestellt wirst, und du erkennst es immer deutlicher. Du bist ganz ruhig und im Vertrauen, denn zwischen den Bildern und dir ist eine Distanz, die dich ruhig sein lässt. Du weißt und fühlst, dass dies nicht jetzt ist. So siehst du dir die Bilder und Szenen aus der Vergangenheit weiter an. Es ist wie ein Widerhall von alten Emotionen und Gefühlen. Du kannst nun all die vergangenen Momente und Zeiten erleben, ohne dass sie dich zu stark einnehmen. So erkennst du immer mehr, woran es wahrscheinlich liegt, dass du deine Ziele und Wünsche bisher nicht erreicht hast. All die Dinge, die dazwischen liegen, kannst du nun immer mehr und besser wahrnehmen. Die Emotionen und Gefühle, die vielleicht negativ sind, färben jetzt nicht mehr ab. Und du erkennst, aber übernimmst nicht die Gefühle und Emotionen. Vielleicht sind manche Momente etwas langweilig und andere wieder so unangenehm, dass sie dir nicht gefallen. Du weißt ganz tief in dir, dass dies nicht zur Belastung wird. Es ist die Befreiung, die du hier erkennen darfst. Und so befreit es dich, dies zu sehen und endlich loslassen zu können. Du
Du lernst nun immer mehr, dass du es bist, die vollständige Kontrolle hat. So laufen die Filme und Abschnitte ab und du bist im Erkennen und im Loslassen immer mehr. Die Ruhe ist in dir und lässt dich im Vertrauen sein. Du entwickelst dich immer mehr und lernst deine Kraft des Positiven sich in dir ausbreiten. Auch wenn es in der Vergangenheit vielleicht negativ verankert war, du kannst die Luft des Jetzt nur jetzt atmen. Und die Luft der Vergangenheit ist nur Erinnerung. Die Luft aus der Vergangenheit kann dich zwar begleiten, aber nicht mehr Einfluss nehmen auf das Jetzt. So bist es nur du, die diese Erinnerungen, Verankerungen und Bildern die Energie und die Aufmerksamkeit schenkt. Die Erinnerungen und das Vergangene kann deine Gedanken nur kurz aufblitzen lassen. Wenn du ihnen nicht folgst, dann haben sie keine eigene Energie und sind wie ein Komet, der kurz aufblinkt und dann verglüht. Die Weisheit schafft ein Loslösen in dir. Du weißt, dass du mehr als deine Gedanken und Gefühle aus der Vergangenheit bist. Das, was dich hindert und festhält, ist nur ein Gedanke oder ein Gefühl, dem du Macht schenkst. Du bist machtvoll, wenn du um dieses Hindernis weißt und es klar erkennen kannst. Geh nun weiter. Lasse die ruhige Kontrolle und Selbstbeobachtung weiter freien Lauf, die Hindernisse aktiv zu suchen und zu finden. Was hat dich am meisten gestört in deiner Freiheit? Was hat dich so lange festgehalten, dass du dein Ziel und deinen Wunsch nicht erreicht hast? Du weißt jetzt immer mehr darum, was dich hindert und nicht loslässt. Und durch das Erkennen weißt du immer mehr, dass es sich absolut gut anfühlt, dieses Teil oder mehrere Teile vollständig loszulassen. So holst du dir die Erinnerungen, Bilder und Ausschnitte deines Lebens aus der Vergangenheit in dein Projektor. Und spielst sie immer wieder und immer wieder ab. Du spielst diese Filme nun immer wieder und wieder ab, vielleicht hunderte Male oder tausende. Und wenn du willst, noch öfter. Du kannst sie so schnell und so genau abspielen, wie es dir gut tut. Du erinnerst dich vielleicht an die Emotionen, das Entstehen des Widerstandes, vielleicht eine Ablehnung. Und nun merkst du immer mehr, wie dieses Gefühl, dieser Gedanke und diese Verankerung loslässt. Der Film wird immer schlechter in der Qualität und immer schlechter.
Und dann löst sich der Film aus der Vergangenheit langsam auf. Und mit dem Auflösen des Films löst sich auch die Verankerung in dir immer mehr auf. Du merkst, wie viel Energie dich dieser Widerstand und diese Verankerung gekostet hat. Es hat dich vereinnahmt und angezogen. Doch nun hat es sich aufgelöst und das Gefühl und die Verankerung und die Emotion hat sich gelöst. Nachdem dieser Film mit seinen Emotionen, Gefühlen und Widerständen, die verankert wurden, sich aufgelöst hat, merkst du, wie lächerlich und absurd es war, dich so lange zuzulassen, dass es dich daran hinderte, dein Ziel und deinen sehnlichsten Wunsch zu verwirklichen. Es hat dich kontrolliert und hat wie ein Widerhall immer wieder den Widerstand in dir wachgehalten, dass der Zweifel und der Unglaube genährt werden konnte. Du bist viel mehr als deine Gedanken und die verankerten Dinge, die aus deiner Vergangenheit in dir liegen. Dies wird dir jetzt immer mehr bewusst. Immer mehr hast du nun dieses tiefe Verständnis, dass diese Bedingungen, diese Verankerungen aus der Vergangenheit dich abhalten konnten, deinen Wunsch und dein Ziel zu erreichen. Es ist nun an der Zeit, es in deinem Denken und in deinem Herzen loszulassen. So lässt du nun die Widerstände, Ablehnung und all das, was dich daran hindert, deine Wünsche und deine Ziele zu leben, all dies lässt du nun los. Du weißt, dass nun die richtige Zeit ist, all das loszulassen und frei zu sein. So lässt du nun die Zweifel und das Nörgeln und das Festhalten an dem Schmerz los. Es ist wie der weise Mann, der nicht lange überlegt und dem Tiger den schmerzenden Dornbusch aus der Wunde nimmt. Er ist sich seiner Macht bewusst und tut es. Jeder Gedanke, der danach kommen würde, ist die Begrenzung. Und so lässt auch du nun einfach los. Spürst du, wie nun ein Raum entsteht? Ein Raum der Möglichkeiten und der Entfaltung. Nimm den Dornbusch der Grenzen in dir und zieh ihn heraus und befreie, was in dir wartet, gelebt und erlebt zu werden. Du verstehst und weißt um diese Magie und lässt es nun einfach zu. So geh nun einmal in deine Wünsche und in deine Ziele. Erlebe, wie du die Hauptrolle übernimmst und die Geschichte jetzt schreibst mit deinem Handeln, mit deinem Tun, ganz ohne die Belastung von Vergangenheit und Erinnerung.
Spüre, wie du dich in deinem Ziel befindest und dich langsam anfängst zu bewegen. Da ist dein Wunschzustand und dein Ziel und du hast es erreicht. Spüre die Emotionen, wie sie sich anfühlen. Lass diese positive und erfüllende Freude in dir zu. Sei jetzt die Heldin oder der Held und lebe deinen Wunsch. So spürst du dich vielleicht. Vielleicht spürst du die Fäden der Energien, die dich festhalten wollen. Und es nicht zulassen wollen, dass du dies lebst. Doch die Fäden können nicht deine Energie und nicht deiner Möglichkeit widerstehen. Sie reißen einfach durch. Wie eine Marionette, die gehindert werden soll, frei zu tun. Doch du bist frei. Und kannst handeln, wie du es möchtest. Und so lösen sich die Fäden. Und du wirst immer mehr selbstständig in deinem Traum. Die Fäden lösen sich. Sie gehen in Rauch auf, der dann mit dem Wind einfach verschwindet. Alle Fäden aus der Vergangenheit, alle Fäden aus der unbewussten Konditionierung und alle Fäden aus der Erinnerung lösen sich nun einfach in Rauch auf und verschwinden. Du bist frei. Frei, deinen Wunsch und dein Ziel zu erleben. Und zu leben. Spüre, wie das, was dich festgehalten hat, was dich gehindert hat, was dir den Unglauben geschenkt hat, nun einfach weg ist. Wie du an dein Ziel, an deinen Wunsch glauben kannst und es leben kannst. Diese Fäden waren deine unerwünschten Gedanken, deine Zweifel und deine ungelösten Aufgaben. Du darfst jetzt vertrauen, dass du, wie auf der Autobahn, weiter in die Richtung kommst, die deinen Wunsch und dein Ziel in deinem Leben verwirklichen werden. Du weißt ganz tief in dir, dass nicht die Verkrampfung und das unbedingte Wollen das Erreichen ermöglicht, sondern das Vertrauen und der Glaube bringen es in dein Leben. Glaube versetzt Berge. So steht es schon im ältesten Motivationsbuch der Bibel. Und du weißt darum. Nun kannst du lächeln und bist befreit. Du weißt um die Schlichtheit, mit der du festgehalten wurdest und was dich so zerbrechlich sein ließ. Der geringste Wind, der geringste Widerstand konnte dich aus der Spur bringen. Es war so eine bemitleidenswerte Zeit, als es dich plagte und es dich abhielt. Nun ist es vielleicht noch ein kleines Flüstern, ganz leise. Aber wenn es kommt, hat es keine Macht mehr über dich. Du hast es erkannt. Und herausgezogen wie einen Dornenzweig. Und so sind die Fäden der negativen Energie verblasst.
und schließlich mit dem Wind verflogen. Du weißt nun um deine Macht und wie mächtig du bist, alles zu erreichen, woran du glaubst. Nur du selbst kannst es dir nehmen, und dies wirst du nicht wieder tun. Immer steht dir die Wahl, das Positive in dir siegen zu lassen. Und so wie du diese Wahl hast, so kannst du auch immer tiefer Luft holen, um das Negative und die Zweifel wegblasen. Verankere es in dir, dass du die Zweifel und die negativen Gedanken, wenn sie aufkommen, mit dem Ausatmen wegbläst. Denn wie dieses Blasen deiner Atemluft, so hast du immer die Wahl, voranzugehen und an deine Ziele und an deine Wünsche zu glauben. Als ob du den Sand von deiner Hand bläst. Den Sand, der das beinhaltet, was dich festhält und nicht weiterkommen lässt. So kannst du es wegblasen und aus deinem Denken und Fühlen das Negative gleichzeitig weichen lassen. Du hast die Macht über dein Leben im Innen und im Außen. So frage dich nun, willst du die Dinge, die dich festhalten und dich nicht weiterkommen lassen, loslassen? So stell dir vor, wie sie auf deiner Hand liegen und du holst mit einem ruhigen und reinigenden Atemzug Luft und bläst sie über deine Hand und all die Widerstände, Zweifel und negativen Gedanken fliegen wie dunkler Nebel einfach davon. Spüre diese Befreiung nun auch auf diese Weise und lasse los von dem, was dich festhält. Noch einmal hole ruhig Luft und blase all das Negative wie dunkle Nebel von deiner Hand. Lass nun den Raum in dir entstehen. Der Raum, der mit unglaublicher Erleichterung verbunden ist und sich immer mehr in dir ausbreitet. Du fängst jetzt an zu leuchten in Hoffnung, Zuversicht und Glaube. Dieses Leuchten in dir lässt alle Schatten, alle dunklen Nebel und all die Negativität in dir verschwinden und es wird hell in dir. Spüre dieses wunderbar befreiende Licht der Erleichterung, wie es sich in dir ausbreitet. Der Wind umschmeichelt dein Sein und erfreut sich an deinem Erwachen in Glaube, Zuversicht und Hoffnung.
Er geleitet dich zu deinen Zielen und Wünschen, so wie der Wind an alle Plätze kommt. So kannst auch du alles erreichen. Grenzen waren in dir und sind nun überwunden. Die Freiheit hast du dir selbst geschenkt. Der Wind weht auch die letzten Zweifel, Ängste und Unglaube davon. Und das Licht des Glaubens strahlt. Du weißt, wenn jetzt noch ein negativer Gedanke, ein Zweifel kommt, dann gibst du ihm einfach keine Energie, keine Aufmerksamkeit. So sinkt er ab. Und du bleibst in deinen Möglichkeiten und in deiner Kraft. Du bist nun so klar in dir. Du weißt, was du willst und was du erreichen kannst. Du bist nun frei, alles zu erreichen, was du willst und woran du glaubst. Und du weißt dies auch ganz tief in dir. Die Negativität der Vergangenheit ist nun in dir verschwunden. Und sie wird auch in der nächsten Zeit nach dieser Trance immer mehr verschwinden. Und die Zuversicht und das Positive wird mehr und mehr an diese Stelle kommen und dich mehr und mehr positiv beeinflussen. Du bist frei. Frei weit über diese Trance hinaus und kannst jetzt deine Ziele und deine Wünsche wahr werden lassen. Keine Grenze im Innen. Keine Grenze im Außen. Freiheit ist ab jetzt in dir und mit dir. Du wirst ab jetzt immer selbstsicherer und hast mehr und mehr Selbstvertrauen. Du fühlst dich als freier Mensch und erlebst dich als freier Mensch, der sein Leben selbst bestimmt und seine Ziele und Wünsche erreicht. Mit jedem kleinen Erfolg, mit jedem Positiven, was du umsetzt im Leben, kehrt mehr und mehr Befreiung in dir ein. Es ist wie eine Treppe zum Erfolg. Und du gehst sie ab jetzt mehr und mehr hinauf zu deinem Glück und zu deiner Erfüllung. Dieser kraftvolle Prozess geht weit über diese Trance hinaus und erfüllt dich mit Glück, Liebe, Freude und Harmonie. Du weißt ganz tief in dir, dass Freude im Innen auch Freude im Außen bewirkt und Glück im Innen auch Glück im Außen bewirkt. Ab jetzt lebst du dein Glück. Du lebst in der Freude und in der Liebe immer mehr. So wie das Atmen dein Leben erhält und einfach geschieht, so wirst du ab jetzt im Glück, im Wohlstand, in der Harmonie und in der Liebe leben, ganz einfach, weil es so geschieht. Das
Loslassen von negativen Gedanken und unbewussten Konditionierungen bewirkt so viel Positives und auch Unbewusstes, was dann einfach geschieht und dich erfüllen wird. Eine Reinigung findet immer mehr statt, die sich so positiv und so glücklich auf dein Leben auswirkt. Ab jetzt wirst du immer glücklicher und stärker. Heilung entsteht, wo sie nötig ist, und sie wird dort unterstützt, wo sie schon wirkt. Dein ganzes Immunsystem wird durch das Glück und die Freude viel höher schwingen und ist somit gestärkt mit deinem ganzen Glück und deiner ganzen Freude immer mehr. Der Atem kommt, Erfüllung in dir. Der Atem geht, Freiheit immer mehr. Der Atem kommt, der Atem geht. Die unerwünschten Bindungen lassen immer mehr los. Du bist tief entspannt und ganz im Vertrauen in dieser Trance. Du bist so erfüllt, dass alle Teile in dir diese Befreiung und diese Veränderung annehmen und umsetzen. Es ist dir, als würde geeint, was so lange uneins war. Eine liebevolle Einheit in dir entsteht immer mehr. Und diese Kraft lässt dich stärker und selbstbewusster werden. Nun erscheint vor dir auf Höhe deiner Brust ein weißes Licht, wie eine Lichtkugel, in der scheint all deine Zuversicht, dein Glaube und deine positiven Gedanken. Und es leuchtet mit jedem Atemzug noch mehr. Diese Lichtkugel ist die Positivität deiner inneren Einstellung und deiner Möglichkeiten. Es drückt deine ganze Entschlossenheit und deinen Mut aus, deinen Weg zu gehen. Das Licht durchströmt dein Sein und glückliche Gedanken und wunderbarer Optimismus breitet sich immer mehr in dir aus. Die mächtige und positive Kugel des Lichts berührt nun ganz sanft deine Brust und es durchströmt dich ein so erfüllendes und so ein stärkendes Gefühl. Es vertreibt, was noch gehen darf. Kein Zweifel und kein negativer Gedanke kann diesem wundersamen positiven Licht widerstehen. So kommt diese brillant weiß leuchtende positive Kugeln nun zu deinem Kopf und berührt ihn ganz sanft. Alle Gedanken und Befürchtungen weichen und lassen die Zuversicht und den Glauben noch tiefer in deinen Gedanken verankern.
Du bist nun so tief entspannt und so von Glück erfüllt. Es ist so wunderbar und heilend. Die heilende Energie breitet sich in dir aus. Sie strömt von deinem Kopf über deinen Körper herab. Du hast nun so viele neue Möglichkeiten, wie du gesund und glücklich dein Leben in Erfüllung bringen kannst. Jede Möglichkeit und jede Chance wartet nur auf dich. Sie wollen wahrgenommen und umgesetzt werden. Du wirst wissen, welchen Sinn was macht. Du bist im Vertrauen und im Glauben und damit mit einer höheren Macht verbunden, die dich positiv und über alle Begrenzungen hinweg in dein Glück und in deine Liebe führen wird. Von dieser Seite des Vertrauens und des positiven Glaubens kannst du eintreten in die Führung durch das, was immer da ist und deine Wünsche erfüllen möchte. So lässt du es nun immer mehr zu und mit jedem kleinen Erfolg nimmst du es mehr und mehr wahr. So lässt nun die leuchtende positive Kugel vor dir ein Tor erscheinen. Dieses Tor, das du durchschreiten darfst auf deinem positiven Weg. Dieses Tor hat eine zauberhafte Nachricht für dich. Mit Buchstaben, Ornamenten auf seinem Bogen. Kannst du es lesen, was darauf steht? Nimm nun die Worte wahr und lege sie in dein Herz, denn sie sind deine zauberhaften Worte, die dir geschenkt sind mit der Befreiung. So trittst du nun durch dieses Tor und die völlige Befreitheit wartet auf dich hinter dem Bogen. Nun erlebst du die Vereinigung mit dem, was alles umgibt und immer da ist. Kein Wort kann es umschreiben. Und du bist im Vertrauen und in der Liebe mit ihm verbunden. Du bist befreit, es zu erleben. Es wird dir helfen, deinen Weg weiterzugehen und eine gesunde und starke Wahl zu treffen. Du bist ermächtigt, durch diese Befreitheit zu gehen und über sie hinauszugehen. Du darfst nun erkennen, wie du dein Ziel und deinen Wunsch umsetzen wirst. Negatives bleibt hinter dir und kann hier nicht eintreten. So ist die Wunscherfüllung und die Erfüllung hier für dich da. Nun bewegst du dich über den Raum hinter dem Tor hinaus. Du schwebst nun in die Weiten der neuen Möglichkeiten und der Unbegrenztheiten. Dein Herz und dein Verstand öffnen sich immer mehr. So schwebst du in diesen Kosmos an Möglichkeiten hinein. Ein ganzes Universum von positiven und glücksbringenden Energien. Alles hier ist positiv
und im Vertrauen. Alles hier erweitert nicht nur deinen Verstand, sondern auch deine Seele und deine Liebe in allem. Du darfst nun mit dieser endlosen Freiheit leben und jeden Moment genießen, weit über diesen Moment hinaus. Du wirst jetzt dein glückvollstes, liebevollstes und erfüllstes Leben, das du durch deine Gnade des Loslassens ermöglicht hast, leben. Deine Gelassenheit hat dir diese Möglichkeiten geschenkt und du nimmst sie wunderbar an. Hier in diesem Universum an Möglichkeiten bist du geschützt mit Selbstvertrauen und Selbstliebe. Denn du bist gut so, wie du bist. Jede Entscheidung ist gut so, wie sie getroffen wird. Mit jeder Entscheidung und jeder Interaktion wirst du mehr und mehr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit verankern und leben. Du schwebst weiter durch dieses wunderbare Universum an Möglichkeiten, um diese wunderbaren Lichter der Erfüllung, der Fantasie und der tiefsten Entspannung begleiten dich. Dein Mut ist eine wunderbare Leuchtkraft für all die Wesen, die Sterne und Planeten. Du gehst voran und überzeugst sie in Liebe, Gleichmut und in Leichtigkeit. Und du bist so wunderbar entspannt in diesem endlosen Raum an positiven Energien und ganz im Vertrauen. Du bist im ruhigsten Sein und in völlig friedlicher Gelassenheit. Du schwebst nun immer weiter in Freude, Glück und tiefem Schlaf. Dein Herz lächelt vor Befreiung und du schläfst jetzt immer tiefer und immer glücklicher. Du bist so ruhig, in tiefem und beruhigendem Schlaf. Genieße dein Sein. Du weißt, dass du dein höchstes, positivstes Sein nun immer mehr genießen kannst. Hab nun wunderbare, optimistische, glücksbringende und euphorische Lösungen, die dein Leben immer mehr erfüllen. Ich bin